GRX7, den Steinsaugerverbrenner. Ja. Das ist über die Küche in das Heu gestellt. Die Höchel sind noch ein bisschen erstreckt. Wahrscheinlich wird dort noch ein bisschen sperren. Ist einiges weg. Ja, ich habe kurz reingeschafft. Also da lebt schon 10 Minuten. Mal sehen, was über Läufer schafft. Ja, dann halt das Ding weg. Und da hinten warst du wahrscheinlich, ich fand da auch da hinten an. Ja, das sind für die Spanze und Baum. Dann haben wir da unten am Schnürbein. Und kurz da hinten warst du da schon. Preis gibt es für 239 bei eBay. Er hat mal 890 gekostet. Bei Amazon kostet er noch 490 und ich habe bei eBay kostet er den neuen für 239 mit Fernbedienung mit einem. Gibt es auch welche Mitnahme, so ein Paket, wie verbrannt ist. Das ist der E-Life 5S, den hat sich das irgendwie gekauft. Für 199, die ist absolut zufrieden, aber ich brauche ja nichts zu liegen, die Eisleuchtwarme und drin. So, wir kommen hier. Ja. Dann hast du Platz. Ja, das ist eine Brille. Ja, hier ist meine Füße weg. Aber du kannst auch die Zeit einstellen, also ich muss noch die damit noch vorfahren, wenn das Ding alleine losgeht soll. Er fährt ja auch automatisch in seine Ladestation zurück. Ja, auf seine Ladestation. Und hier gibt es noch so einen Begrenzer. Weiß nicht, wenn es in irgendeinem Zimmer oder Hundenapf oder was weiß ich nicht hin soll, macht der Box eine Barriere. Nee, dann will es aber dich nicht aufbrennen. Na komm, dann mal sehen. Das ist aber welches System davor, das ist gesalbt, das lässt der nachher. Auf jeden Fall, ich bin garantiert wieder da drauf. 0,5 Liter Steinbeere wieder knallen voll.
Ja, jetzt kommst du meine Würstchen fest. Ich probier mal selber noch was drin. Ja, noch eins. Und ab in das Silber. So, ich will wieder Schluss machen. Na, wird doch Bursche. Und die Wurst kommt im Silber rein.